Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist wieder Freitag, Freunde. Das bedeutet, heute gibt es wieder ein neues Reaction-Video. Und den Anfang macht heute Flair mit seinem neuen Track. 6 Money Murder. Leider kein Musikvideo, Freunde, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich dachte eigentlich, dass die auch eins dazu gedreht haben. Eventuell kommt das dann aber auch noch irgendwann online. Das ist hier, wie ihr gerade auch schon seht, eben kein Musikvideo, sondern das ist einfach hier so ein Bild als Video. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wir vergeuden gar keine Zeit. Ihr seht hier schon Flair hier. Ich habe ihn immer Mosenyu ausgesprochen, was absolut falsch ist. Ich glaube, er ist irgendwie Moshnyu. Bruder, das war auch wieder komplett falsch, Digga. Ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht. Falls du das siehst, Digga, du kannst mir natürlich gerne auf Instagram eine Sprachnachricht schicken, ja, wo du mir ein paar Mal deinen Namen sagst. Oder generell könnt ihr das gerne mal machen. Auch an die Leute, die sonst hier immer die Videos anschauen, natürlich könnt ihr das gerne mal machen, damit ich endlich mal weiß, wie man ihn ausspricht. Weil ich komme mir da wirklich ein bisschen blöd langsam vor, wenn ich immer seinen Namen sage, aber nie weiß, wie man ihn ausspricht. Und ja, ich würde sagen, wir vergeuden gar keine Zeit, Freunde, sondern fangen direkt an und let's go. 6 Money Murder, ich bin auf jeden Fall vor allem gespannt, wie die das in der Hook machen. Also wie man das in die Hook bringt, weil normalerweise hat der Titel ja immer was mit der Hook zu tun, in 90% der Fälle, und ja, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie man sich sowas als Hook vorstellen kann, aber das werden wir jetzt gleich sehen, beziehungsweise hören. Der Stelle hier, Freunde, ihr seht auch ehrenwerter Effekt am Start, Digga. Keine Schlampe, die mich kommandiert. Komm im Club und alles kollabiert. VIP mit neuem Milli. Messerstiche bring mit Chili. Max, wenn die Booty fett ist. Nächste Woche wieder skinny. Diamanten an meinem Körper. Alles 6-6 Money Murder. Keine Schlampe, die mich kommandiert. Komm im Club und alles kollabiert. VIP mit neuem Milli. Messerstiche bring mit Chili. Max, wenn die Booty fett ist. Nächste Woche wieder skinny. Unterm Louis Gürtel Tag 9. Also zuerst mal hier. Flair auf jeden Fall bis jetzt gefällt mir schon mal wirklich ziemlich gut auf dem Track. Generell, ich muss sagen, Flair, ich feiere ihn einfach. Also wirklich, die ganzen Tracks hier, auch die EP war geil. Das Album, weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon draußen ist. Ne, das wurde verschoben. Also ihr seht, ich bin jetzt nicht so der aktivste Flair-Hörer, der jetzt ja, sich komplett da perfekt auskennt oder so. Ich höre aber die Lieder, die er so auf YouTube hochlädt und so gerne an. Und ja, auch solche Tracks wie Keinen wie mich und so, die waren einfach, ja, wirklich, fand ich einfach übertrieben geil. Auch der hier wieder, der Beat, gefällt mir auch bis jetzt sehr gut. Und ja, wir hören einfach mal weiter. Zahlen müssen Fact sein. Deine Schlampen kommen mit Jesus. Bin auferstanden, so wie Jesus. Überlebte dank den Dope-Packs. Heute piss ich dir eine Rolex. Immer wenn ich komme, flex, flex. Deine Ex war meine Ex. Trau niemals diesen Haus. Tittenbilder jeder Post. Insta-Weisheiten und Quotes. Hab sie letzte Woche noch gechoked. Du ein Schuh, aber kein Pitbull. Mir egal, geh deine Jungs holen. Meine Brüder gehen rein, raus. Scheißegal, so ist der Kreis. Also wirklich richtig, ja, richtig chilliger Beat. Auch für Videos und so könnte man den gut nehmen. Also ich finde auf jeden Fall ziemlich nice. Was ich rap, ist kein Sci-Fi. An meinem Körper alles Sci-Sci. Diese Schlampen, meine Trophies. In Tempelhof sind alle OGs. Heute Heilab, damals Heimkind. Wie diese Zeiten jetzt vorbei sind. Immer wenn ich komme, flex, flex. Deine Ex und meine Ex. Diamanten an meinem Körper. Alles 6-6, Money Murder. Keine Schlampe, die mich kommandiert. Komm im Club und alles kollabiert. VIP mit neuem Milli. Messerstiche bring mit Chili. Max, wenn die Booty fett ist. Nächste Woche wieder skinny. Diamanten an meinem Körper. Alles 6-6, Money Murder. Keine Schlampe, die mich kommandiert. Auf jeden Fall auch die Hook finde ich. Man muss sagen, das ist keine Ohrwurm-Hook oder so oder eine, die einem direkt im Ohr bleibt. Was für einen Track an sich vielleicht nicht so perfekt ist. Also normalerweise sollte man das versuchen, dass die halt wirklich beim ersten Mal hören direkt im Kopf ist, dass man die direkt rein theoretisch mitrappen kann. Ist hier jetzt nicht so, ist aber auch nicht so schlimm, finde ich persönlich. Ich finde, an sich hört die sich ganz gut an. Sie hebt sich aber, finde ich, nicht stark genug vom Rest ab. Also auch, wenn man das jetzt ja im Zusammenhang sieht mit dem Beat und so, ist das alles. Da ist jetzt nicht so die übertriebene Steigerung, dass das so durchläuft und plötzlich kommt dann so die Hook und man merkt auf jeden Fall direkt, da kommt jetzt die Hook, sondern so man hört das und dann denkt man sich, oh okay, das war jetzt die Hook, so. Aber trotzdem auf jeden Fall, ja, finde ich, der Track an sich ist wirklich geil generell. Also ich muss nochmal sagen, Flair, finde ich, ist auch auf jeden Fall ja, ziemlich krass. Komm im Club und alles kollabiert. VIP mit neuem Milli. Messerstiche bring mit Chili. Max, wenn die Booty fett ist. Nächste Woche wieder skinny. Junge, was ist die Message? 12K für 2 Jackets. Dir fehlen die Mittel. Broke sein macht Pickel. Cash 10 ist die Lösung. Wenn ich rap, ist Zerstörung. Wie viele hab ich ein Rat? Aber mir egal wie mein Zahnarzt. Nein, ich hab keine Homies.
Auch sein Flow hier, alles wirklich, ja, da kann man einfach nichts dagegen sagen. Generell, ich finde, man kann zu dem Track nicht so viel sagen. Aber auf jeden Fall an sich auch hier sein Part hier, wie gesagt, ich will den Namen jetzt nicht wieder falsch aussprechen, aber sein Part auf jeden Fall auch ziemlich gut. Denn ich will lieber Rollies. Zumindest bis jetzt, wir hören mal weiter. Ein guter Tag heißt gestern und die Zeit müssen flex sein. Wusste nur, ich bin Baller, ohne Mio kein Holler. Jetzt habt ihr mich an der Backe und die Max wird kacke. Dicke Stays in der Chanta, warum tanzen im Tanga? Fix sie weg für die Mannschaft. Übrigens, ihr seht das gerade hier, die Ghetto-Sport-Sturmmaske hier, die habe ich übrigens auch. Ja, wollte ich einfach nur mal so erwähnt haben. Ich merke, wir sind anders. Ja, ich habe die Ganda und in der Hose die Mamba. Fuck, Digga, mir fällt gerade auf. Eigentlich hätte ich. Wo liegt denn die, Digga? Ja, hier im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Ich weiß nicht, sieht man die? Ne, sieht man leider nicht, Digga. Auf jeden Fall hier im Hintergrund. Oder? Hier. Oben hängt meine Maskulin-Cap. Die hätte ich eigentlich für das Video hier gut aufsetzen können, aber ja, irgendwie verpennt. Ich bin einfach hier heimgekommen und dann habe ich mir einfach irgendeine hier aufgesetzt. Schnauze voll von dem Drama, muss Essen bringen für Mama. Diamanten an meinem Körper, alles Sex, Sex, Money, Mörder. Keine Schlampe, die mich. Okay, hier finde ich, hat man jetzt aber den Übergang zu Hook schon ein bisschen deutlicher gehört als vorhin. Wenn das vorhin genauso war, dann tut es mir leid, wenn ich das falsch gesagt habe. Aber ich finde, jetzt auf jeden Fall war schon so eine leichte Steigerung. Also wir können ja nochmal kurz hören. Alles Sex, Sex, Money, Mörder. Keine Schlampe. Muss Essen bringen für Mama. Diamanten an meinem Körper. Alles Sex, Sex, Money, Mörder. Keine Schlampe. Ich muss sagen, ich feiere die Hook aber jetzt. Also wirklich, anfangs war ich jetzt nicht so begeistert. Ich denke mal, das hat man auch gemerkt. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist die Hook eigentlich an sich ziemlich cool. Die mich kommandiert. Komm im Club und alles kollabiert. VIP mit neuem Milli. Messerstiche bringen mit Chili. Max, wenn die Booty fett ist. Nächste Woche wieder skinny. Diamanten an meinem Körper. Alles Sex, Sex, Money, Mörder. Keine Schlampe, die mich kommandiert. Komm im Club und alles kollabiert. VIP mit neuem Milli. Messerstiche bringen mit Chili. Max, wenn die Booty fett ist. Nächste Woche wieder skinny. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es war ein bisschen deutlicher. Generell muss ich aber sagen, fand ich, war trotzdem, wie gesagt, die Hook jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, aber ob das auch. Ich meine, viel hat das natürlich auch damit zu tun, wenn man jetzt das vergleicht wieder mit der Hook von anderen Künstlern, die zum Beispiel dann in der Hook Autotune verwenden. Das ist halt zum Beispiel schon mal so ein Stilmittel, wo die Hook halt wirklich nochmal krass hervorgehoben wird. Ich finde, der Track ist wirklich, finde ich, an sich eine 10 von 10, klar. Aber wie gesagt, die Hook, finde ich, die hebt sich nicht deutlich genug ab. Ist aber auch nur meine Meinung, also wenn ihr das jetzt nicht so seht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich denke mal hier am Ende, ja, da kommt auch nichts mehr. Das läuft jetzt einfach hier nur noch die paar Sekunden durch. Okay. Ja, Freunde, das war der Track. Ihr könnt mir natürlich gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich, wie gesagt, sehr interessieren. Und ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Dann könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.